Wenn ich kein Unternehmen gegründet hätte, dann... Ich musste gründen. Es gab keine Alternative. Ich komme ursprünglich aus Weimar, die Goethe- und Schillerstadt, Literatur in die Wiege gelegt, sagt meine Oma immer. Das heißt, ich bin wirklich Zugereiste oder Zugewanderte hier in die Region vom Dreiländereck. Das ist für mich was ganz Besonderes. Auch dieser kulturelle Austausch, den es gibt, das bereichert enorm, wie ich finde. Wir erleben es und freuen uns darüber, dass viele zurückkommen in die Region, weil sie es eben so schätzen, dass wir hier eine hohe Lebensqualität haben. Ein Grund, warum wir hier in Lörrach gegründet haben, war einfach auch die Lage. Hier hat man die Nähe zur Schweiz, zu Frankreich, dieses Dreiländereck. Man ist letztendlich fast inmitten von Europa. Und mit der guten Verbindung, die man gerade aus Basel hat, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, mit dem Auto, man ist überall in Deutschland innerhalb von 6 Stunden. Das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung. Es sind sehr viele internationale Firmen hier, es sind viele Talente hier, viele Sprachen kommen zusammen. Das heißt, man hat eine Möglichkeit, eine riesengroße Möglichkeit, seine Produkte und Dienstleistungen am Markt zu testen. Ja, also Gründerinnen und Gründer kommen zu uns, um einfach mal allgemein die Idee zu besprechen, um vor allem zu erfahren, wie funktioniert denn überhaupt Selbstständigkeit in Deutschland? Ich war 12 Jahre lang angestellt, unter anderem im Literaturhaus Basel und bei verschiedenen Verlagen. Und dort war immer entweder der Autor oder die Autorin im Fokus oder das Buch, was verkauft werden musste. Aber es ging eigentlich weniger um den Leser oder die Leserin. Und die Idee mit Literaturecho ist, dass ich Möglichkeiten biete, Menschen zusammenzubringen, die eine Passion teilen und die sich zum einen kennenlernen können und zum anderen auch austauschen können darüber. Mein Bruder und ich waren schon 10 Jahre selbstständig. Wir haben schon ganz viele Projekte auf die Beine gestellt. Im Nutrition-Bereich, im Sportbereich, im Marketing-Bereich, im Vertriebsbereich. Und wir sind oft gescheitert. Und durch diese ganzen, sag ich mal, Fehler, die wir gemacht haben, haben wir extrem viel gelernt. Und natürlich auch, dass man eine GmbH gründen sollte, wenn man vorhat, sein Business zu skalieren und Mitarbeiter einzustellen. Und so ist es dann zustande gekommen, dass wir im April 2019 die GmbH gegründet haben. Für uns ist es wichtig, Gründerinnen und Gründer frühmöglichst an die Hand zu nehmen, um einfach klassische Anfangsfehler zu vermeiden. Und dieses Lernen schon im Vorfeld ist auch das, was in der Fuck Up Night in Basel das Thema ist, von anderen lernen, die schon Fehler gemacht haben. Das Hauptrisiko liegt aktuell in dem Wachstum. Bei Fuck Up Night hört man das immer. Wachstum ist immer ein Risiko, aber auch eine Chance. Also man muss ja nicht immer alle Leute selber kennen, muss seinen Kunden nicht von Anfang an selber kennen, man muss aber die Leute kennen, die wiederum die potenziellen Kunden kennen. Also deswegen ist Networking extrem wichtig. Und da arbeiten wir mit der IHK zusammen, da arbeiten wir mit der Dualen Hochschule hier in Lörrach zusammen und bieten verschiedene Formate an, wo Gründer niedrigschwellig mitmachen können, wo sie eine Sichtbarkeit bekommen. Und das ist uns ganz wichtig. Und ich glaube, das ist für Gründer in dem Bereich einfach auch sehr hilfreich, Kontakt zu interessierten Unternehmen zu finden. Und da laden wir dann als Wirtschaftsförderung von Handwerk bis Industrie ein und können dann natürlich sehr schön diesen Kontakt Corporates zu Gründerinnen und Gründern herstellen. Hier im Dreiländereck gibt es eine Startup Academy und ich habe einen Mentor zugewiesen bekommen. Ich kann mich an ihn wenden zu fast jeder Tages- und Nachtzeit mit allen Fragen, die ich habe, und er begleitet mich durch die Gründung und das ist toll. Man tut es sich viel leichter, wenn man von dem Know-how von älteren Unternehmen profitiert. Man muss nicht jedes Fettnäpfchen selbst mitnehmen. Meine wichtigste Aufgabe ist, Gründer und Gründerinnen zu begleiten auf ihrem Weg. Unternehmerisch erfolgreich sein heißt für mich mehr als nur wirtschaftlich erfolgreich sein.